Hallo Freunde, ich habe es mir mal hier ein bisschen gemütlich gemacht. Wir sind hier gerade in Karlsminde und ich wollte euch mal berichten, was wir in diesem Jahr so an Campingzeit geplant haben, was euch so erwartet in diesem Jahr. Gerade sind wir über die Osterferien in Karlsminde. Das ist in der Nähe von Eckernförde, an der Eckernförder Bucht. So, und dann haben wir noch geplant, im Juni ein Campingtreffen von der Happy Camping Gruppe. Das findet in St. Peter-Ording statt. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich hab Sand in der Socke, ich war gerade am Strand. Oh nee. Diese Happy Camping-Treffen finden regionsweise statt. Es gibt ein Nordtreffen, ein Osttreffen, ein Westtreffen, ein Südtreffen und ein Deutschlandtreffen. Und im Juni ist das Nordtreffen. Und dieses Mal findet das, wie ich schon sagte, in St. Peter statt. Früher war das immer bei Hamburg. Und das war für spontan immer so mal kurz übers Wochenende hinfahren. Ist uns das zu weit? Ist zwar nicht weit, also es ist, glaube ich, eine Stunde von uns entfernt, aber das war mir zu weit. Und St. Peter ist ja bei uns gerade mal um die Ecke. Und da habe ich dann noch spontan dieses Campingtreffen gebucht. Ja, da freue ich mich auch schon richtig, richtig drauf. Viele von euch kennt man ja schon aus vom Chatten über Facebook oder Instagram. Einige von euch habe ich auch schon persönlich kennengelernt im Südseecamp. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Gruppe und da werden wir im Juni hinfahren. Dann haben wir als nächstes geplant die Sommerferien. Wie ihr uns kennt, wisst ihr, die verbringen wir immer meistens im Südseecamp. Da fahren wir in diesem Jahr auch wieder hin. Wieder wie gehabt. Ne? Eine Woche ich mit den Jungs alleine und dann kommt mein Mann hinterher. Ja, und dann habe ich ein Langzeitangebot hier bei der Familie Heide in Warbs auf dem Campingplatz Klein Warbs gebucht. Das geht von Ende August bis Ende Oktober. Also können wir da ein paar Wochenenden verbringen und die Herbstferien. Ja, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Einfach mal spontan Samstag nach Feierabend losfahren, eine Nacht im Wohnwagen schlafen. So hat man, glaube ich, ein bisschen mehr davon, den Wohnwagen auch mal ein bisschen mehr zu nutzen. Ja, das wird unser Campingjahr 2022. Also dürft ihr gespannt sein, es werden bestimmt ein paar Videos kommen und ich freue mich sehr, wenn ihr einschaltet, ein Abo dalasst, vielleicht auch die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video von uns verpasst. Und ich freue mich natürlich über jeden Daumen nach oben. Ne? Gerne auch kommentieren, wenn ihr Fragen habt, fragt, wenn ihr irgendwie was sehen wollt, vielleicht auch mal mehr, wenn ich koche oder keine Ahnung was. Vielleicht fällt euch ja da was ein. Schreibt es einfach in die Kommentare und dann kommt vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein paar Anregungen vielleicht, was ihr für Videos sehen möchtet. Kann man das ja gerne mal machen. Also, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.